Das oberbayerische Duell zwischen Unterhaching und Ingolstadt. 6 Spiele ohne Sieg, die Schanzer. Fulminant unterstützt mit viel Liebe aus Ingolstadt. Unterstützt aber gegen die Hachinger war es ein schweres Unterfangen. Sie in der Favoritenrolle als Favorit hatten auch was gut zu machen. Das Hinspiel war ein 0:3 aus Sicht der Spielvereinigung mit Fetsch und Hopsch. Zwei starke in der Offensive, aber eben auch auf der anderen Seite mit Mause und wieder mit dabei. Paco Testroth in der Sturmspitze eben neben Yannick Mause, den Top-Torjäger der Liga. Mause, gutes Dribbling, gutes Auge. Und dann Testroth, der da nicht an Vollert vorbeikommt. Erste Duftmarke in der 25. Sekunde dieses Spiels. An der Ferse zuletzt verletzt. Hier bekommt er ein super Zuspiel. Dann die Ballmitnahme von Testroth, nicht ideal gegen den Mann, der 12-mal schon zu Null spielte in der Saison. René Vollert. Zweitbeste Defensive der Liga. Unterhaching vorne im ersten Durchgang überhaupt nicht gefährlich. 23. Minute mal Schwabel auf Hopsch. Daraus ergab sich dann nichts. Offensivfoul sogar gepfiffen gegen Patrick Hopsch. Eher Stückwerk der Spielvereinigung im ersten Durchgang und wenig Gefahr das Ganze hier bezeichnet. Die 26. Minute. Ingolstadt nur 5 Tore in den letzten 6 Spielen. Dabei haben sie doch den gefährlichsten der Liga und auch Yannick Deichmann. Er im Mittelfeld heute aufgeboten. Bisschen überhastet der Abschluss in Minute 26. Hier wieder Mause mit im Spiel, rutscht ein bisschen weg. Dann Max Lambi auf Deichmann, der verzieht. Die 31. Minute. Ingolstadt war am Drücker, war mit mehr Spielanteilen ausgestattet und auch mit mehr Chancen. Kostli findet Mause, riesen Kopfballchance. Eigentlich das Ganze hätte gezählt. Das Duell mit Manuel Stiefler nicht zurückgepfiffen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde. So blieb es allerdings beim Torlosen unentschieden hier im oberbayerischen Duell. Das Ganze unter den Augen vom Tiger Hermann Gerland, der mit dem Diamantenauge für Talente das Ganze genauestens verfolgt. Die Hachinger eigentlich so heimstark, zu Hause 9 von 15 Spielen zu 0, aber auch im zweiten Durchgang Ingolstadt am Drücker. Klasse hier per Kopf von Testroth. Mause und wieder Testroth! 1:0 für Ingolstadt, 56. Minute. Fast 2 Monate Testroth raus wegen Fersenproblemen und macht es hier wie einst sein großes Vorbild. Ulf Kirsten traumhaft per Flugkopfball. Klasse die Übersicht von Mause, der den Ball ja von Testroth serviert bekam und dann klasse vollendet. Kurz danach die Reaktion der Hachinger. Nicht schlecht, Schiffwall, der macht ein gutes Spiel da hinten und im Offensivmodus auf Hopsch. Das Ganze zurückgepfiffen und man merkt schon, so viele Chancen gab es nicht für die Hachinger. Hier war es knapp, denn die Abseits-Situation eher gleiche Höhe beim Zuspiel von Schiffwall. Hopsch, der am häufigsten traf für die Hachinger in dieser Spielzeit, 11-mal nämlich, hatte den gut mitgenommen, so verpuffte die Chance. 78. Skalatidis, vielleicht war es mal der ruhende Ball. Manuel Stiefler, Funk, Latte und Yannick Stark. Krattenmacher dann mit der Gelegenheit auch noch drüber. Also wenn es mal Chancen gab für die Spielvereinigung, da wurden sie auch liegen gelassen. Super Kopfball, aber Funk hier ganz entscheidend den Ball noch an den Querbalken. Der eingewechselte Yannick Stark und Krattenmacher dann über den Kasten. In der Schlussphase macht Haching natürlich auch auf, aber solche Fehler dürfen nicht passieren. Weidner genau in die Mitte auf den eingewechselten Grönning. Das 2:0 in der 84. Spielminute. Bereits sein dritter Treffer begünstigt, aber nach dieser Aktion Vollert überflüssigerweise raus aus dem Tor und dann Weidner unter Druck. Das Geschenk für die Spielvereinigung, den Ball in die Mitte gegrätscht und da lauert schon Sebastian Gröning und schiebt ein zum 2:0. Wohl dem, der so eine Bank hat wie der FC Ingolstadt, da haben sie richtig Qualität, wie beispielsweise einen David Kopacz hier am Ball, der findet Gröning. Mit dem Assist für Maxi Dittgen. Er lange raus wegen seiner Oberschenkelverletzung inklusive OP und macht hier das 3:0. So dasselbe Resultat wie im Hinspiel. Ingolstadt legt den Hachingern 3 Eier ins Osternest.
Ich glaube, die Länderspielpause war dann schon gut für uns, haben wir gesehen. Super Auftritt, eine einzige Torschance für den Gegner. Über 90 Minuten und wir hätten, glaube ich, auch noch ein paar Tore mehr schießen können. Also von dem her, ein super Spiel heute, ja, freuen wir uns natürlich. Ich glaube, alle Träumereien sind jetzt einfach endgültig auch im Keim erstickt. Wir sind aufgewacht, es ist 7.30 Uhr in der Früh. So, und jetzt geht einfach wieder die harte Arbeit los. Und das teilte Marc Unterberger so auch direkt nach dem Spiel dem Team mit. Die Schanzer entscheiden erneut das oberbayerische Duell für sich und überwinden nach 6 sieglosen Spielen die Ergebniskrise. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.